Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim Rollenspiel in der Anniversary Edition. Jo, ich habe das jetzt ein bisschen gefixt. Ich Der habe im hier ist der letzten Boss. Part Sprecht mit ihr, einfach wenn ihr jetzt Arbeit nicht sucht. gerade immer geredet, weil die Noise Gate, also die ja Ich weniger muss nicht mit laute euch reden. Sachen, Schert zu euch hohe davon. eingestellt waren. Das hat irgendwie YouTube gemacht, aber bei meinem Aufnahmeprogramm waren Ich es noch arbeite in nicht der so Mine. leise Ich habe Töne. Bäume Ich im habe Wald. keine Ahnung, Schert was euch davon. da YouTube gemacht hat, aber ich habe es jetzt gefixt. Jetzt könnt ihr eigentlich alles von mir reden, was ich hören, was ich rede. Und ich bin manchmal halt auch ein bisschen leise geworden, das Wenn stimmt, ihr zu den weil Männern ich des Jarl natürlich mich auch noch gehört, nicht so ihr gut kriegt euer Holz schon. Anders gefunden bleibt habe, mir. weil ich ja krank war, also Asthma hatte. Jo. So, und ich habe mich jetzt auch ein bisschen bemüht, ein bisschen schneller zu reden, ein bisschen deutlicher zu reden, aber es ist halt sehr schwer, ohne Kraft eigentlich gut zu reden. Also, ich hoffe, es gefällt euch so sehr. Wenn ihr natürlich etwas nicht versteht, bitte einfach schreiben in die Kommentare. Ich habe das nicht verstanden und so. Dann kann ich es natürlich auch gerne übersetzen, wenn ich es noch weiß, was ich dann wirklich auch geredet habe, wenn ich nicht weiß, was ich rede. So, wir haben ja ein neues Buch. Jetzt schauen wir mal zuerst kurz rein. Einfach die Taste nochmals finden. Das eine ist ja Skelettkrieger oder so. Ah, Telekinese-Pfeile ist es gewesen, genau. Das eine. Und das andere schauen wir jetzt nach. Beschwörung. Skelettdiener beschwören auf Favoriten. Danach mittlere Maustaste. Ich ausgewählt. Können wir das mal ausrüsten auf nein, rechts. Und Flammen nach links. So, aber steht halt rechts und so. So, da gibt es noch etwas Leuchtendes. Ah, das ist ein Baumstumpf. War ich jetzt gar nicht. Und da haben wir dann Windhelm, okay. Sehr gut. Oh, die Grafik ist so schön. Sichtweite könnte vielleicht noch ein bisschen detaillierter sein. Also nicht so schnell. Ein bisschen weniger detailliert, aber dafür gibt es Mods, die halt einfach in der Anniversary Edition jetzt noch nicht so schnell wirken. Also jetzt noch nicht wirken. Ja. Also Skelettdiener mit rechts zuerst beschwören, wenn jemand angreift. Ja, das sind Wölfe zum Beispiel. Genau, das Problem ist, den muss man in die Nähe. Okay, beschwören. So. Schauen wir mal. Okay, der ist stark. Also der hat einen ziemlich gut gekillt. Jo, jetzt weiß ich nicht, ob die Leute jetzt wirklich auch gut auf den reagieren, wenn er noch uns hinterher hüpft. Aber das sind natürlich safer. Und die haben immer wieder eine Ziege getötet. Gut, werden die Ziegen auch nach einem Monat wieder gespawnt. Aber einen Monat ist ein bisschen zu viel, leider. Ja, leider, leider. Jo, ich muss mich bemühen, dass ich jetzt nicht so laut rede. Sonst übersteuert das Mikrofon. Ich muss das einfach noch ein bisschen lauter stellen. Wegen dem Noise Gate. Okay. Jo. Jetzt muss ich einfach die Ingame-Musik. Ja, nicht Musik. Töne noch ein bisschen reduzieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie laut das immer ist. Okay, das Skelett hat wieder einen Ding. Genau, wir wollen ja hier zurück nach Ding reisen. Oh, verzeiht, war ich euch im Weg? Ja, ich muss schon ein bisschen lauter reden. Seid ihr nicht besorgt wegen den Drachen? Mein Papa hat immer gesagt, dass man sich nicht um Dinge Sorgen machen soll, die man sowieso nicht ändern kann. Wenn es das Schicksal so will, dass ein Drache mein Leben beendet, dann soll es so sein. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Ja, das ist tapfer. Ich möchte mein Pferd, nein, ich möchte den Sattel meines Pferdes wechseln. Natürlich. Ah ja, 100 ist gar nicht so viel. Ah, die werden wahrscheinlich keinen Schutz geben. Okay. Mann, ich hoffe, wir werden uns eines Tages besser Kann ich kennenlernen. ein Pferd Könnt es kaufen? kaufen, wenn ihr das nötige Geld Kostet habt. 1000 wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, Auf schade. Wiedersehen. Sollen wir mal kurz rein? Wir könnten zum Magier gehen noch. Ich würde jetzt einfach das machen, was mir aufgetragen wurde.
So. Wir müssen halt noch ein bisschen Geld ausgeben. Das heißt, wir haben dann nicht mehr so viel Geld. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Was könnt ihr mir über Windhelm erzählen? Es ist eine alte Stadt, das kann ich euch sagen. Der Palast der Könige ist uralt. Fremden ist man dort nicht gerade wohlgesinnt. Die Dunkelelfen hat man in ein Elendsviertel namens Grauer Bezirk gesteckt. Okay. Die Argonier dürfen nicht mal innerhalb der Stadtmauern leben. Sie halten sich draußen am Hafen auf. Was? Im Haus Kerzenschein gibt es anständiges Essen und billige Betten. Es könnte schlimmer kommen. Ja, aber das ist ja mega Rassendiskriminierung. Wohin soll's gehen? Wir müssen nach Weißlauf. Oh, 20 Uhr. Dann sind wir doch in der Nähe. Doch das Nachbar. Heftigst. Ja, wir sind noch ein bisschen im Geldmangel. Aber ich habe eine gute Idee. Ich werde einfach mal versuchen, meine Alchemie zu steigern und dann wirklich gute Tränke zu verkaufen. Bis wir halt wirklich Falle haben und wir dann 10 Sterne füllen können, wie die wir dann auch irgendwann mal haben. Ja, müssen wir halt einfach das so machen. Naja, ist jetzt auch nicht gerade so schwierig, daran zu kommen. Denke ich mal, also. Das größte Problem ist eigentlich, dass wir halt einfach jetzt noch nicht so schnell vorwärts kommen. Ich schau einfach nach irgendwelchen Überfällen in der Nähe, weil leider kein bekannt dafür ist, dass viel passiert. Ein bisschen weiter weg. Nicht wundern, wenn ich ab und zu einfach nachschaue, gell? Weil ich möchte nicht, dass NPCs sterben, weil sonst müsste ich vielleicht sogar cheaten. Man kann nämlich cheaten und die Sachen wiederholen. Aber in einem Rollenspiel ist wichtig, dass viele auch überleben. Ja, ich weiß genau, was ihr meint. Meine Zehen sind von der Kälte ständig völlig taub. Habt ihr je bereut, diese Reise unternommen zu haben? Eigentlich nicht. Ich hatte immer davon geträumt, neue Länder zu sehen. Und dass wir große Gewinne machen, schadet natürlich auch nicht. Das ist wahr. Vielleicht sollte ich dankbarer für diese Gelegenheit sein. Nicht viele Khajiit können von sich behaupten, Himmelsrand bereist zu haben. Ja. Cool. Die sehen auch so cool aus von der Seite. Der Wind. Weil sie natürlich vorne schon recht viel rauskommen. Lächelt auf dieses Treffen. Wie soll ich das sagen? Einfach natürlich nicht gerade runter haben wie die Menschen, sondern eine richtige Schnauze haben. Die Straße werft einen Blick darauf. So, ich möchte kurz mal schauen, was du für Bücher hast. Ah, okay, du hast leider keine Zauber, nichts. Eine Angelkarte brauche ich eigentlich jetzt noch nicht. Ich werde sicher die Sachen finden. Und du hast auch nichts anderes, keine Roben, keine besseren. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen irgendwas jetzt machen mit... Goldhügelplantage gehen wir auch noch. Und, das vielleicht können wir dann irgendwann mal machen. Genau. Riften gehen wir auch irgendwann mal hin. Duskalde, wo ist das? Markieren wir mal. Finde ein Exemplar von der Krieg des Ersten Rats. Das machen wir auch mal an. Geh zu Janessa in Weißlauf und hol den Gegenstand ab. Janessa. Haben wir die schon mal gefunden in Weißlauf? Kann sein. Vielleicht in der... Kneipe. So, jetzt ist Abend, denke ich mal. Es ist 3 Uhr morgens schon. Wie lange hat denn er gereist? So weit weg noch? Hätte ich jetzt niemals gedacht. Also gehen wir einfach mal kurz noch schlafen. Weil alle Leute natürlich jetzt im Dorf schlafen, hoffentlich. Oder wir gehen jetzt in den Kerker. Wir gehen jetzt schon in den Kerker, machen diese Mission. Genau, aber dafür muss ich noch kurz ein bisschen beten. Sonst haben wir natürlich nicht gerade so
Glück und dann müssen wir natürlich wieder, ja. Durch das Beten kann ich halt auch noch ein bisschen etwas gut machen, wenn es wirklich vom Spiel nicht anders planbar ist oder das Spiel halt einfach irgendwas vor uns setzt, was jetzt nicht gerade so geplant ist. Es kann nämlich sein, dass wir sterben, weil wir irgendwelches Brocken mit Level 10 oder so, brocken wir da ein paar Sachen aus einem DLC. Dragonborn DLC und die können, ja, sehr viel Schaden machen. Also da müssen wir unbedingt schon beschwören können mit Level 10. Ich könnte jetzt wirklich einen Punkt in Beschwörung tun, weil die Skelettkriege sind eigentlich ziemlich stark. So, wie machen wir jetzt das? Wir müssen unbedingt ein bisschen schleichen. Ja, noch üben vielleicht. Bevor das geht, aber wir versuchen es jetzt einfach mal noch. Weil ich habe das jetzt nicht gesehen. Vielleicht in einer der Zellen am Anfang. Das haben wir jetzt nicht gesehen, wo wir das machen können. Also Hinweise auf irgendeinen Namen, den ich jetzt gar nicht habe. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Okay, ja, Running Gag. der kennt ihn. Okay, wir suchen einfach mal hier aufzumachen. Ah, Mist. Das geht schneller kaputt, als ich denke. Nein! Aber wir haben Level Up. Losknack. Doch ein bisschen schwer. Adept ist halt einfach Mittel. Ist am Anfang doch noch ein bisschen schwerer, als man denkt. So, eine Holzschale brauchen wir nicht, aber ich dachte, das wäre hinten dran. Da drin ist nicht Bett. Da ist irgendwas unten drunter. Kommt man da irgendwo hin? Bank nur. Hey, hier ist schon mal nicht. Kommt da auch eine Wache? Ja. Eine Wache. Könnte es hier drin sein? Nee. Hier drin ist es wahrscheinlich nicht. Ein bisschen spät für einen Spaziergang. Da könnte es sein. Hier ist wieder Drachenfeste. Wie kommt man zum Beispiel hier runter? Das ist nämlich die Kloake. Da möchte ich natürlich nicht unbedingt runtergehen. So. Ach ja, wieder Salz. Nein, ich brauche jetzt momentan nicht Salz. Wir sind jetzt gerade nicht im Survival-Modus. Ach Mist. Wie viel haben wir noch, Dietrich? Okay, direkt gefunden. So, schauen wir uns zuerst hier um, damit die Wachen nicht reinschauen. Ein Bandit mit 7 Goldmünzen und sonst ist nichts. Lockeres Gitter, das ist wichtig. Nein. Mann, ich sollte nicht so viel drücken, weil ich denke immer, es geht weiter. Es war ganz am Anfang, okay. Oh. Ja. Schauen wir uns zuerst mal hier rechts um. Ja, jetzt sind wir in der Kloake da unten. Hier gibt es überall ein bisschen Abfall von den Menschen. Nicht so toll. Ich kann ja jetzt auch mal ein bisschen laufen. Nicht mehr schleichen. Haben wir hier irgendwas? Eine Ratte? Das Kieber? Dort hinten dran? Nein. Okay. Hier hat es irgendwas noch. Eine Fackel. Fackelhalter. Ah, jetzt haben wir eine Fackel. Aber das lässt denn jetzt nicht aus. Kurz Favoriten machen. Vielleicht doch an. Ja, nein, es ist nicht gerade so. Es ist doch nicht dunkel. So, wo haben wir denn? Ist das ein Dungeon? Wahrscheinlich nicht. Hier oben raus? Eine Expertentür. Ist hier was? Nö. Okay. Ja. Was? Nee, ich sag nö.
Hängemuster. Wieso ist das stehlen? Nichts stehen. Gehört ja dem Dungeon. Keine Ahnung, was wir jetzt noch... Ah, hier runter vielleicht? Okay, eine Abkürzung hinter dem Experten. Ja, das ist sehr gut. Ja, die Leute, die natürlich irgendwie abkürzen wollen, machen das Experten. Wachunterkünfte, haben wir jetzt hier irgendwas? Was ist denn das? Okay, aber haben wir jetzt das verpasst? Weil hier waren wir schon. Haben wir den falschen Weg genutzt? Vielleicht müssen wir jetzt hier irgendwo... Leider kurz entdeckt. Irgendwas. Überlegt ihr, euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf, das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Ja, genau, das wollten wir ja auch noch machen. Denken, sie könnten uns fertig machen. Aber es ist cool, dass die gar nicht irgendwie komisch anschauen oder so darauf reagieren. Dass wir einfach in der Nacht jetzt hier reingeplatzt sind. Woher sind wir denn gekommen? Wissen das die? Also merken die das nicht, oder? Also ich würde das sofort merken, wenn jemand von hinten kommt und der nicht von in der Vordertür hineingekommen ist. Aber das ist halt so, NPCs sind meistens halt einfach irgendwie lost. Okay, versuchen wir das nochmal. Jo, und müssen dann einfach den anderen Weg nochmal anschauen. Aber wir müssen ja etwas finden. Oder ist es weiter irgendwo weg? Keine Ahnung. So bin ich jetzt eigentlich weitergerannt. Muss wahrscheinlich die Taste nochmal drücken. Okay. Wird eigentlich nicht müde werden. Schlüssel erforderlich. Ist das diese Zähne, die wir bekommen, wenn wir geplaftet werden? Kann sein. Ich versuche einfach mal irgendwas zu finden. Hier irgendwo. Hallo. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Auch ein bisschen mehr Geld. Dann nehme ich den Geldmeutel mit und wenn wir verhaftet werden, dann verlieren wir ihn einfach wieder und ja, müssen ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber ja, jetzt immer wieder versuchen, etwas zu klauen. Die Wolfskönigin können wir mitnehmen. Vielleicht auch mal lesen, aber das ist Band 4 scheinbar. Holzkohle. Ein Geheimgang oder so. Okay, die Wache ist weg. Ja, wir müssen hier durch, aber wo finden wir denn dort etwas? Also, dann gehen wir mal hier durch. Und das lockere geht schon mal zumachen, damit wir hier durchkommen. Schlagen wir uns immer den Kopf ein. Hier ist ein Goldbeutel. Hier geht es irgendwie nicht durch, okay. Aber was ist denn hier? Für was gehen wir hier eigentlich runter? Keine Hinweise. Ich will jetzt auch nicht gerade so rund spielen, also ich kann mir jetzt eben nichts vorstellen. Im Rundspiel passt, aber im Rundspiel kann ich dann auch manchmal ein bisschen lost sein oder so. Ich meine einfach, ja, ein bisschen länger brauchen für manche Sachen. Damit es ein bisschen gespielt ist, ein bisschen ja, mehr Rundspiel passiert, aber so kann ich jetzt auch nicht gerade Spiel machen und deshalb mache ich jetzt weniger Rundspiel, während hier drin sind. Auch nichts. Hier sind noch Blasenpilze, oder? Nein, aber Wurstling. Wurstling? Ja. Okay, einmal hier ringsum. Vielleicht müssen wir hier irgendwo hin. Fangentruhe. Aber leer. Was ist das für ein... gehört das zum Schatz?
Das ist die Rätselslösung. Bald keine Dietliche mehr wahrscheinlich. Doch 13 haben wir noch. So viel irgendwo gefunden. Okay, wir haben es geschafft. Ist das die Lösung? Aber es ist nichts drin. Hä? Aber das ist doch das perfekte, wie das aufmachen können und so. Das müssen wir für die Quest dann machen. Die Fackel heute. Keine Ahnung. Ah, hier ist ein Schalter. Ah, hier geht's vielleicht durch. Okay, das habe ich, den Schalter habe ich einfach nicht entdeckt. Nein, das ist hier. Okay. Nein, ist es auch nicht. So Sack mit Kartoffeln. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da machen muss. Sorry. Quests. Untersuche den Kerker der Drachenfeste nach Hinweisen auf M'Shara. Okay, wir müssen oben, also wirklich in der Kerker, noch nach dem schauen. Muss irgendwo ein Hinweis sein, den ich nicht finde. Schade, also es ist jetzt gerade nicht so klar, was ich genau machen muss. Weil ich die Quest auch noch nie gemacht habe. Meistens kann man die Quest, glaube ich, ein bisschen etwas anders lösen. Indem wir einfach irgendwie eine Sequenz oder so bocken zuerst. Und da habe ich jetzt keine Lust dafür. Deshalb müssen wir nochmals kurz schauen. Gut, jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr Rundspiel machen. Ja, so Sachen müssen wir danach wieder essen, damit wir die erste Fähigkeit, Alchemie, Trank, ja, Ding wissen haben. Also wir müssen Hinweise finden, was sie dann ist. Mit den Wachen kann man ja auch nicht reden. Vielleicht hier irgendwo. Nur mit Hinweisen. Müssen wir einfach das irgendwie schaffen, dass der eine am Tisch nicht zu uns schaut. Es muss einfach, ja, das Auge muss zugehen. Genau, sollen wir vielleicht nochmals schlafen? Wir könnten eigentlich hier warten. Ne, es ist am Morgen, also eigentlich sollten die Leute noch schlafen irgendwie. Zack. Ja, sonst müssen wir wirklich noch ein bisschen üben, schleichen. Ah, okay. Ich hab's gefunden. Abgeschlossen. Suche den Kerker der Rache nach Hinnes und M'Shara. Besorge die Rüstung aus der Hütte. M'Shara hatte Spaß am Kampf gegen die Wache. Außerdem ist deren neues Zuhause besser als das letzte. Es ist ein ziemlich witziger Käfig. Aber diese Betel nicht um Essen. Man gibt es M'Shara. Trotzdem sehnt sich M'Shara danach, den Nachthimmel zu sehen. Als er diese noch eine Kätzchen war, warnte die älteste Ätherin diese, die Monde nicht zu lange anzustarren. Dass sie sonst scheu würden und M'Shara sie nie wieder sähe. Das macht diese traurig, als gelobte M'Shara mache, er nicht mehr in den Himmel zuschauen und hielt deren Kopf in Richtung des Bodens, wohin die Bettler gehören. Eines Tages versuchte M'Shara, das Hebe aus der Tasche eines Nord namens Tyra zu stehlen. Als diese Kashids Geschichte hörte, bekam sie Mitleid mit dem Kätzchen und sagte dieser, die Monte wären keine scheuen Kreaturen wie diese es geglaubt hätte. Sie sagte, solange Kashid den Kopf hochträgt, würden sie heller als jeden Stern leuchten. Von diesem Tag an stand M'Shara in den Diensten der blutroten Langdolche und als diese breit waren, schmieden deren Wurfgeschosse diese eine Rüstung aus Hebe. In der Mitte dieses Stück befand das Tier vor in vielen Monden aus der Tasche gehabt hatte.
Okay, das ist ein bisschen komisches Deutsch, sagt er im Kaschi-Deutsch. Im Schara versteckte die Rüstung in einer Hütte nordwestlich von Rorikstadt. Manchmal sehnt sich im Schara danach, sie zu holen und mit Stolz zu tragen. Aber dieser muss vorsichtig sein, damit keine Gefühle dein Urteilsvermögen trüben. Im Schara hegt den Verdacht, dass dieser verfolgt wird. Also lässt diese die Rüstung für jemand anderen zurück. Außerdem sind es nicht das Silber der Rüstung oder das Mondlicht am Himmel, deren Erinnerung im Schar bewahrt, sondern die an die Freunde diese Frauen hat. Vielleicht sieht im Schar sie nach dem Tode wieder. Okay, jetzt haben wir eigentlich ja das gefunden. Das lassen wir hier. Die spawnt wahrscheinlich nicht. Und ja, jetzt gehen wir noch die andere Quest machen. Dafür müssen wir zu einer Dame, wie sie heißt mehr, verschiedenes, Janessa. Die ist, glaube ich, in der Taverne oder so. Ihr seid doch der von der Akademie. Okay, wir holen die Rüstung und geben es dieser Rotwadoni dann ab wahrscheinlich. So geht die Quest weiter. Also zuerst gehen wir aber zu diesem einen Farmgebäude oder gehen wir zuerst zu diesem Gebäude und holen die Rüstung. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Also jetzt schauen wir mal, ob hier, das ist Arcadios. Ja. Okay. Ich tue doch ein paar Sachen mitnehmen, weil wir einfach Alchemie brauchen. Das ist kaum zu glauben, oder? Ja, das ist kaum zu glauben. Ich habe es selber gesehen. Ich war live dabei. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Janessa. Olda. Olava soll wohl die Schwache. Zukunft deuten, ja? Utgard. Wenn wir besser sehen, können wir mit ihr kämpfen. Nimm ihr. Da ist niemand. Ja, sind wir. Ist das Janessa? Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Okay, ist nicht hier drin. Keine Ahnung, ich kenne sie noch nicht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ist ein Bettler? Renduin. Ich habe nichts getan. Okay. Seid ihr betrunken, ja klar. Was denn sonst? Okay, da ist die Olivia, die Schwache. Salz nehmen wir mal mit. Das kann man ja so mitnehmen. Ist nicht geklaut sonst. Kriegsjungfer ist wahrscheinlich dann unser Haupt. Nein, das ist die Schmiede, genau. Hier könnten wir eigentlich auch. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Könnten jetzt mal versuchen, ob ich wir da irgendwie. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. So. Arbeitet ihr den ganzen Tag in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Ah, cool. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Ah, die sind verwandt, okay. Mache es natürlich. Ja, bitte sehr. Was könnt ihr mir über Weißlauf erzählen? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Okay. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Okay, aber ich weiß wahrscheinlich schon. Interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ja, noch nicht. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär. Okay. Was habt ihr die zu verkaufen? Besten Waffen und Rüstungen. Will mal noch kurz schauen, ob sie irgendwelche Bahn haben.
hat, ja, Bahn hat sie und auch Eisenerz und so. Eventuell müssen wir nämlich das kaufen, weil wir jetzt noch nicht so unbedingt in Minen rein können, wegen dem Level Cap. Ja, da kannst du Erz in Rohmaterial und Rohmaterial zu Bahn verarbeiten. Die ist Minen verbessert. Genau. Okay, wir haben ja jetzt bekommen, glaube ich. Deshalb müssen wir einfach zur Schmiede. Die Schmiede werden neue Waffen und Rüstungen aus Rohmaterialien hergestellt. Und zwar aus Eisen, glaube ich, hat sie gesagt. Eisen durch. Gegenstand herstellen. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Ja, finde ich ja. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ja, davon hast du kurz etwas erzählt. Warte kurz. Mhm. Hallo, wer bist denn du? Okay, dachte ich. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um alles. Ich verkaufe Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Sehr gut. Ich verkaufe Kohl. Wir haben zwei verkauft. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Das meiste davon stammt von meinem Hof. Okay, wir müssen diese Sachen auch immer wieder farmen. So, schleif dein. Ja. Ja. Oh, wir sehen dann cool aus. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für die Verbesserung sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Also, dann machen wir einfach hier Gegenstand verbessern. Wir könnten ja noch ein bisschen mehr machen. Wir haben noch die Spitzhacke. Ja, und die Zweihänge machen wir nicht besser. Oder nützt das noch etwas dann? Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann nichts mehr bringt. So, jetzt haben wir das Eisen auch aus dem Inventar. Das war auch ein bisschen schwer. Den Mage. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Hier ist ein Eisen durch. Okay, ich hätte das nachher machen müssen wahrscheinlich, okay. Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Nein, ich habe ihn geschärft schon. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Ja, aber das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen. Also gut. Ah, können wir das jetzt noch machen? Ja. Die gibt also uns auch immer Eisenbahn. Das sieht man, glaube ich, gar nicht. Aber sie gibt Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben. Du wiederholst dich ein bisschen oft. Ich habe den Eisen durchgeschliffen. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay, sie gibt uns das sofort, also noch nicht später im Text, sondern dann, wenn ich das starte. Okay. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Einfach so. Einfach mal das verwenden, das auch einfach Fell braucht. Ja, können wir eigentlich auch noch. Nein, das ist Bärenpelz. Okay. Ja, jetzt ist es weg. Bringe das Leder zu Aminzi. Hm? Adrian Aminzi. Ihr braucht etwas? Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, good. A lot of weapons and armor need leather for straps, fittings. That kind of thing. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Okay, dann gehen wir jetzt nochmals hierhin, Schmiede. Und dann Pelzhelm. Easy. Schön, also Schmieden ist gar nicht so schwer. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein eigener ist? Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Hier ist der Pelzhelm.
Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja, mach bitte, ich brauch Geld. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Gleich vor dir. Dann gehe ich mal. Nein, du gehst nicht weg. So, Werkbänke. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedefähigkeit und von deinen Talenten ab. Ja. Und dafür müssen wir den Pelzhelm wieder auswählen und wieder Q drücken. So. Gut. Du bleibst ja hier. Meinen Vater? Na gut. Ja, das hast du schon dreimal gesagt. Ich habe den Pelzhelm angepasst. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Jo, gut. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Ich verkaufe es gleich an sie. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Denn den Dolch müssen wir noch benutzen fürs Verzaubern, deshalb tun wir jetzt einfach mal... Oh, Seelenfalle? Ja. Okay, könnten wir vielleicht dann mal irgendwann mal gebrauchen. Wenn wir ein bisschen mehr besser im Nahkampf sind. Okay, Bekleidung. Da können wir sowieso. Genau, diesen Stahlpanzerhemd möchte ich eigentlich auch verkaufen. Den haben wir ja vom Jarl Ballgruf der Erste bekommen. Genau. Rüstung. Geschlagene Rüstung. Ja, ich möchte noch kurz etwas anderes verkaufen. Danke, dass du mich rausgeworfen hast. So ziemlich alles, was ihr braucht. Eine Angel, Eisendolch, alter Nordpfeil, Langbogen. Okay, sonst habe ich jetzt nicht mehr so viel. Ja. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen. So, was haben wir jetzt für Geld? 408 Geld. So, wir brauchen die auch noch. Dann vielleicht noch Alchemie, aber jetzt geben wir zuerst mal das Schwert oben ab. Jo. Vorsichtig. Ja, sorry, aber ich muss ein bisschen rennen. Ich möchte natürlich noch, ja, auf lange Wanderschaft gehen. Also ich weiß jetzt nicht, wo die andere Frau hier in Eislauf ist. Sonst müssen wir mal zu der Jawasker-Methalle gehen. Ja, keine Ahnung. Ich habe die noch nie gelesen hier. Könnten auch irgendwo draußen sein. Weiß es nicht wo. Vielleicht beim Pferdestall. Vielleicht sie? Das gehört. Wenn ich euch mit meiner Putzerei störe, sagt es einfach und ich gehe. Kein Problem. Jonne? In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen... Was? Das sind schöne Stiefel. Hört euch an, wie die sauber sind. Hey. Diese Geheimbesuche in der Taverne machen euch zu einem leichten Ziel für einen feindlichen Attentäter. Ihr hättet mir etwas sagen sollen. Verdammt nochmal, Weib, ich bin der Jarl von Weißlauf. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, mit meinem Volk zu reden. Ihr könnt mich nicht Tag und Nacht beschützen. Das mag sein, aber trotzdem werde ich nicht aufhören, es zu versuchen. Ist die nicht nach Flusswald gegangen? Lasst eure Waffen in Anwesenheit des Jarl bitte stecken. Ja, klar. Ich habe ja meine Zauber. Wie wird ein Dunkelelf zum Haskell? Balgruuf und mich verbindet der Kampf. Wir kennen uns seit unserer Jugend und haben unsere Freundschaft in den Feuern des Krieges geschmiedet. Als er Jarl wurde, bestand ich darauf, seine Leibwächterin zu werden. Er hatte keinen Grund, das abzulehnen. Bei den Göttern, was seid ihr neugierig? Das ist schon fast gefährlich. Ja, ich bin sehr gefährlich. Huskarl, nicht Haskarl. Ich würde das Englisch aussprechen. Was macht ein Huskarl? Ich habe die Aufgabe, alle Bedrohungen vom Jarl abzuwenden. Mächtige Männer haben viele Feinde, besonders in Zeiten des Konflikts. Ihr könnt euch die Gefahren also vorstellen. Ja. Ja, man hat dem Jarl bereits nach dem Leben getrachtet. Schon einige möchte gern Attentäter, habe ich mit meiner Klinge aus dem Leben befördert. Cool. Mit welchen Bedrohungen muss der Jarl fertig werden? Da gibt es einige. Drachen, Sturmmäntel, ehrgeizige und skrupellose Adlige.
Manchmal glaube ich sogar, seine eigenen Kinder wollen seinen Tod. Was? Und das sind nur die körperlichen Bedrohungen. Angriffe auf seinen Geisteszustand sind eine ganz andere Sache. Täglich gibt er sich mit unterwürfigen Funktionären und inkompetenten Bürokraten ab. Leider ist es mir nicht gestattet, sie zu eliminieren. Ach, schade. Aber die Kinder, ja, die wollen natürlich die Thronfolge antreten, aber ich denke nicht der eigene Vater. Ich behalte euch im Auge. Ja. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Auf wessen Seite steht ihr? Wenn ihr damit den Krieg meint, ich stehe auf der Seite von Weißlauf. Ja, das ist eine gute Sache. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Ja, aber das ist tapfer. Dieser Tag ist noch nicht da. Ja, ich werde euch unterstützen. Kein Problem. Warum glaubt ihr, hat Ulfric den Großkönig umgebracht? Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Ah, okay, und mit einem Schrei? Wie wollt ihr Weißlauf vor den Drachen beschützen? Dank guter Vorbereitung und beständiger Wachsamkeit. Okay. Mein Hofzauberer Fahrengar forscht unermüdlich nach Wegen, diese Schreckenswesen zu vertreiben. Wir benötigen auch genügend Wasserreserven, um die Feuer bekämpfen zu können, die sich nach einem Angriff unweigerlich ausbreiten werden. Doch unsere wirksamste Waffe? Der Mut. Denn sollten wir es nicht schaffen, die Bestie zu töten, müssen wir zumindest den Willen aufbringen, sie zurückzutreiben. Bis tapfere Helden erscheinen und diese Monster vernichten, ist dies alles, was wir tun können. Okay, danke schön, lieber Jarl. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Rungar. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf zu den Sturmmänteln tragen. Okay. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Jo, jetzt. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Was, 7500 Goldstücke? Ich dachte nur 2000, okay. Braucht ihr etwas von mir? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Ah, cool. Notiz des Verwalters. In den Schatten. Die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger, als die meisten annehmen. Der Jarl bittet mich zum Beispiel oft um einen unschätzbaren Rat. Ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Okay. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Ja, 20 Gold. Eine kleine Tour. Vielleicht schon ein bisschen belohnt. Möge die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Warum heißt die Burg Drachenfeste? Das ist eine alte Geschichte, die allen gut bekannt ist, die in der Festung dienen. Vor langer Zeit gab es unter den Nord einen mächtigen Helden namens Olaf Einauge. Olaf kämpfte gegen den furchterregenden Drachen Numinex. Der Kampf zwischen Olaf und dem Drachen gipfelte in einem gewaltigen Zweikampf, den Olaf hoch auf der Spitze des Berges Antor für sich entschied. Olaf kehrte triumphierend nach Weißlauf zurück. Auf sein Geheiß wurde die Festung der Stadt als Gefängnis für Numinex neu aufgebaut. Okay. Und so kam es, dass unsere großartige Festung seit diesem Tag den Namen Drachenfeste trägt. Ah, okay. Erzählt mir etwas über die Stadtviertel. Also, es gibt insgesamt 3. Und sie sind in 3 Ebenen aufgeteilt, wie ihr sicher schon bemerkt habt. Der Tieflandbezirk verdankt seinen Namen der Nähe zum Flachland, das die Stadt umgibt. Dort findet man das Gasthaus und den Marktplatz. Ah. Der größte Teil der Stadtbewohner lebt im Windbezirk, dem mittleren Teil der Stadt.
Drachenfeste liegt im obersten Bezirk, den wir auch den Wolkenbezirk nennen. Von dort aus überblickt der Jarl alles, was in seiner Stadt geschieht. Ja, das ist cool für mich. Was ist die Geschichte dieser Stadt? Unsere wundervolle Stadt hat eine stolze Geschichte. Ich will euch gerne erzählen, was ich darüber weiß. Die Geschichte von Weißlauf beginnt mit Jorvaskr, der Halle der Gefährten. Sie war lange Zeit das einzige Gebäude, das den Berg zierte. Mit der Zeit wuchs um Jorvaskr eine blühende Gemeinde heran, wie das bei Methallen so oft der Fall war. Heute gilt Weißlauf als das Juwel von Himmelsrand. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass sie die größte Stadt von allen ist. Wirklich? Okay. Ich dachte Einsamkeit oder... Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Hey. Windhelm. Wow, schau sich einer dieser Robe an. Seid ihr ein Zauberer? Ja, ich bin ein Zauberer in Ausbildung. Father says I'm too young to train with the sword, so I practice with my fists. Dein Fäusten, cool. Bist du dann Bruce Lee? Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügel. Ja, wir sind immer einen Schritt weiter Richtung. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ist ein bisschen schlecht beim Denken, ne? Bin doch schon lange Zauberer. Ja. Alles so teuer. Haben die Novizenrobe der Beschwörung, könnte ich gebrauchen. Ja, aber ich möchte ein Buch kaufen. Ich habe ja jetzt 428 Gold. Ich überlege mir noch irgendwie ein beschworenes Schwert oder so zu holen, aber genau. Nimm doch gleich mal den Feuerpatronaten. Genau deshalb habe ich ja auch die Quests jetzt gerade gemacht. Mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger Mann. Ja, und ihr seid noch ungeduldiger. Also bitte, wartet doch kurz. Die Etnium-Kriege. Ich werde alles ein bisschen lesen, im speziellen Part dann. Die Runen verankern, und okay, eine Quest gestartet. Auch nicht gerade so schlimm, werden wir dann einfach auch machen, weil wir auch das Buch gelesen haben vielleicht. Okay, er hat leider nichts. Okay, den nehmen wir einfach mit. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld zurückbekommen. Okay. So, können wir die auch mitnehmen? Na, nehmen wir natürlich nicht mit. Gold können wir auch so einfach mitnehmen. Okay, ich schaue gerade auf die Karte. Was ist denn hier drin noch? Okay, ein Lagerraum. Okay, das Schlafzimmer. Papierrolle brauchen wir nicht. Hallo, Kommode. Feine Stiefel auch nicht. So, Und ich dachte, ihr werdet ja, jetzt nicht wiederholen, bitte. Ich mag Wiederholungen nicht so gerne. Ich bin einer, der immer alles weiß, außer Namen. Ja, es ist ein bisschen leichter, hier die Namen zu merken, als zum Beispiel von Zuschauern, die so alle Wochen oder so mal reinkommen oder so. Ist man halt relativ schnell dann wieder, weiß es nicht unbedingt so. Klar ist, oder man kann so Sachen auch nicht immer so klar schon denken, bevor man dann wieder den Chat gar nicht mehr liest oder so. Ja, muss ich einfach noch ein bisschen momentan wieder ein bisschen erlernen, die Namen zu merken. So, jetzt sind wir bei Jorvaskr und hier ist... Ihr wollt euch den Gefährten anschließen? Nun, sie haben mich gerade aufgenommen, also ist sicher kein Platz mehr. Ja, ja, sagst du. Oh... Ihr habt noch mehr zu sagen? Wer sind denn die Gefährten? Die berühmteste Kriegertruppe in ganz Himmelsrand. Habt ihr etwa unter Hawkern gelebt? Ja, fast. Wo wir auftauchen, fließt das Blut in Strömen und unsere Klingen singen zu Ehren von Iskramor. So ist das Leben, Bruder. Der Kampf erinnert uns daran, Atem zu schöpfen. Ah. So, wir reden mit ihr dann
später weiter. Ich habe gerade gemerkt, ja, es ist 50 Minuten erreicht. Ich will eigentlich 50 Minuten auch nicht übertreten müssen. Sonst bringt es ja eigentlich meistens auch nichts, da ihr nicht so lange schauen möchtet scheinbar. Ich hoffe aber, es hat euch gefallen. Ich bemühe mich, auch immer wieder besser zu werden. Einfach mit einem neuen Mikrofon kann es halt sein, dass das Mikrofon nicht so gut eingestellt ist. Wenn irgendwas ein bisschen zu laut ist oder so, dann mache ich es einfach im nächsten Part natürlich leiser. Ich schaue die Videos immer ganz zuvor. Also während dem Hochladen schaue ich meine Videos auch an. Und mach's dann im nächsten Part besser. Okay, tschüss.